Also an dieser Sache, an dieser Skulptur kann man eigentlich genau sehen, wie ich arbeite. Es ist immer so, dass ich eine philosophische Idee habe, die sich dann vielleicht in einem poetischen oder philosophischen Text zeigt. Und dann denke ich mir, wie würde ich das malen? Und meistens ist es so, dass ich die Dinge, die ich dann mache, finde. Also ich suche die gar nicht, die begegnen mir. Und deswegen wollte ich über diese Skulptur hier reden. Ich habe zu dieser Zeit, als ich das gefunden habe, mich mit dem Thema Arche auseinandergesetzt. Also die Idee war, ist die Erde vielleicht schon längst unsere Arche? Und dann gehe ich damals in Frankreich an einer Wallhecke und sehe diesen Bereich und ziehe den unter dieser Hecke raus und habe komplett dieses Schiffsgerippe. Und das habe ich dann einfach nur noch auf diese drei Stäbe gesetzt und darunter dieses Holz geschnitzt. Und genauso ist meine Kunst. Ich muss das nicht suchen oder ich muss mir nichts ausdenken. Es begegnet mir einfach und dann bediene ich mich einfach dessen. Hast du das schon gesehen? Das sind Collagen. Das sind Arbeiten aus den Papierarbeiten, die ich gemacht habe. Und die schneide ich auseinander und setze sie neu zusammen zu Landschaften. Kannst du das sehen? Es ist zu bedenken, ohne sich den Geist zu verrenken, dass alles, was geschieht, aus der Mitte heraus erblüht. Im Innern, ganz tief dort drinnen, müssen wir beginnen mit der Sicht. Denn dort liegt der Same gesetzt, der jedes Herz, jeden Geist und jeden Freund mit den Tränen des Glückes benetzt. A little poem and a little artwork. Action. Also ich würde dir gerne zeigen, wie ich arbeite. Aber wenn du den Boden anschaust und die Decke anschaust und es ist sehr, sehr schmutzig, dieser Job. Und wir würden die Kamera vollspritzen und deine Sachen verderben. Vielleicht machen wir das in einem anderen Movie mal. Maybe we do it in another movie. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you.